dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast? Ja, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott und ich tat es eigentlich, es ist eine ehrliche Beziehung zu Gott. Und also es ist mal so, mal so. Aber das ist auch das Tolle, was ich im Glauben gefunden habe, es ist kein Wettrennen nicht. Es ist nicht, ich muss nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen und für das, dass ich wieder einen Schritt weiterkomme. Es gibt Zeiten, da ist viel, wo ich im Glauben wieder wachsen darf, da ist viel, was mir weiterbringt und dann gibt es Zeiten, wo das gar nicht ist. Also ich darf es ehrlich nennen. Es ist nicht immer hoch auf, aber es ist eine ehrliche Beziehung. Gott liebt dich in jeder Situation praktisch, auch wenn du mir nicht bekennst. Ja, das denke ich mir schon, weil eben es ist immer so viel auf Druck aufgebaut und man muss und man sollte funktionieren. Das geht mir als Mama, du sollst, deine Kinder sollen funktionieren, das Haushalt soll passen, du sollst gut ausschauen, weil das ist immer auf Arbeiten sollst du nebenbei noch gehen. Das ist natürlich auch so selbstverständlich und die Schule sollte auch nebenbei herlaufen. Und das ist für mich also ein guter Halt im Leben, weil das ist nicht perfekt. Das ist aber immer gut und eine schöne Reise, wo ich mich freue, dass ich auf der sein kann und ich wohl gespannt bin, was noch so kommt. Elisabeth, betest du? Ist Gebet für dich wichtig und glaubst du, dass Gott dich hört? Ja, für mich ist Gebet wichtig. Für mich ist der Rosenkranz ein großer Teil, ein wichtiger Teil in meinem Leben geworden. Aber mehr im Alltag integriert. Ich bete beim Spazierengehen oder neben Gulasch kochen, wo wir wieder beim Essen waren. Es ist nichts Steifes, weil das ist dann schon wieder das Muss. Und es ist eine meditative Sache, wo ich immer wieder schaffe, dass ich zu Ruhe komme. Gott hört dich, also das glaubst du, dass Gott alles hört, was du so praktisch ansetzt? Doch, das glaube ich. Ich glaube, dass er mich hört. Er tut nicht immer das, was ich will, aber hören tut er mich schon. Und was auch ein toller Weg ist, um ins Gebet zu kommen, ist auch Lobpreis. Wenn man sich das Handy auftrat und eine tolle Musik rein tut, da gibt es schon so viele Möglichkeiten. Das ist ein toller Weg,